Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, ihr seht schon, hier steht aktuell das schadengenommene Flugzeug. Das wird dann wahrscheinlich Pushback machen und dann in einen unserer Hangars hier drüben fahren. Hier steht schon der nächste große Flieger, der auf unsere Fahrt hier will. Wir schauen uns jetzt nochmal den aktuellen Flugplan an, weil ich sehe, dass wir relativ viel offen haben. Und ich glaube auch, dass wir hier relativ wenig Flüge haben. Bedeutet, wir könnten wahrscheinlich ein paar neue Verträge mit größeren Fliegerteams machen hier. Schauen wir uns das nochmal an. Angebotene Verträge. Wir nehmen hier so. Oh, was ist denn mit Maple 5 Star? Hat nur große und mittelgroße. Unterzeichnen wir. Dann nehmen wir Air Stander. Hat mittelgroße und große. Finde ich geil. Und noch hier Yuri Air. Na, obwohl, warte mal, öffne nochmal bitte. Wirtschaft, Verträge, Yuri Air. Ich nehme auch noch. Dann müssen wir jetzt hoffentlich eine relativ gute Frequenz auch an den großen Fliegern haben. Wie schaut, müssen wir wahrscheinlich aber hier dann mal bald wieder das machen. Und wir müssen, genau, wir müssen neues Personal einstellen. Ich bräuchte jetzt erstmal bitte ein bisschen Sicherheitsbeamte wieder. Anstellen und die anderen Tumor ablehnen, die da gekommen sind. Dann brauche ich Hausmeister, die sich mal um die Anlage wieder kümmern. Dann bräuchte ich... Wo sind sie? Haustechniker hätte ich gerne noch ein paar. Die sind gut. Ramp Agents. Oh, schau dir an, dass dafür Ramp Agents dabei sind. Die müssen auf jeden Fall genommen werden. Fluggastbetreuer. Ja, das sind auch einige. Ramp Agents sind nicht schlecht zu haben. Sicherheitsbeamte. Oh ja, da sind jetzt ein paar schöne dabei. Die nehme ich. Und dann schauen wir, was da bald in Zukunft wieder kommt. Ich hoffe, dass da mehr kommen wird. Ich bin gespannt, ob das jetzt bei uns ein bisschen die aktuelle Fliegerlage aufklärt. Oh, guck mal, da sollte der erste U-Flieger auch sein. Ist der hier schon irgendwo unterwegs? Habe ich den übersehen? Und auf was zur Hölle wartet ihr alle? Also teilweise ist es noch ein bisschen komplex, denke ich, was wir gebaut haben. Ein bisschen übertrieben. Aber wir machen wieder Plus. Das ist schön. Ich sehe mal keine roten... Jetzt sehe ich wieder rote Zahlen. Könntet ihr von der Rollbahn oder vom Start... Ja, genau. Richtig so. Ja, du auch. Genau. Jetzt wartest du, bis der eine weg ist. Und dann nimmst du bitte auch die Route. Bist du von UAir? Ne, du bist nicht UAir. Wo ist denn UAir, die heute ankommen sollte? Bist du UAir? Ne, du bist SW. Ach, das bist du wahrscheinlich. Ach, guck mal hier. U mit einer Verspätung wahrscheinlich, wie es ausschaut. Ja. So, da ist der große Flieger jetzt unterwegs. Auf was wartet ihr jetzt? Ah, bis die rausziehen, okay. Eieiei, ich glaube, ich muss hier nochmal ein paar mehr Bahnen und so Zeugs ziehen. Das ist ja aktuell echt noch eine Katastrophe. Welcher Flieger wann wo rauszieht? Eieiei. Die Frage ist, was ist, wenn ich die Verkehrszeichen wegnehme? Geht's dann besser? Wird's dann beschissener? I don't know. Ich weiß bloß, dass die Flieger, bis sie über dem ganzen Rollfeld sind, Stunden brauchen teilweise. Jetzt stehen sie wieder hier. Warum? Kann ich das zu einem Waypoint zum Beispiel machen? Das wäre nicht ganz praktisch, wenn ich Waypoints machen könnte. Lass die fahren. Weil zum Beispiel verstehe ich nicht, warum jetzt hier die hängen und dort die hängen und... Ah, das ist doch alles eine Katastrophe.
Warum steht ihr hier? Auf was wartet ihr? Warten die aufs jüngste Gericht oder ist den lang. Oder haben die jetzt echt auf den einen Flieger gewartet? Im Ernst? Ich mache jetzt hier nochmal. Ich versuche jetzt mal. Ob wenn ich hier Sachen festlege. Ah ne, warte mal. Ich muss hier in die Gegenrichtung machen. Entschuldigung. Ob dann vielleicht das einfach funktioniert. Dass es so wie Waypoints sind, weißt du? Dass du sagst, okay. Wenn er da ist, kann der da lang und der hier lang. Fände ich auf jeden Fall cool. Aber jetzt stehen hier wieder unten an. Ach. Der Verkehr auf meinem Flughafen ist eine Katastrophe. Oh, ich vermute mal, dass ich gerade getankt habe oder irgendwas. Auf jeden Fall 60.000 minus ist heavy. Und die aktuellen Staus? Verstehe auch nicht, woher die jetzt kommen. Vor allem jetzt auf einmal. Hat doch die ganze Zeit echt gut funktioniert. Okay, dann müssen wir euch halt mal wieder sagen, du bist nur für Arrival, du bist für Departure. Weil sonst passiert die ganze Zeit das hier. Was machst du jetzt? So. Wir machen in letzter Zeit, ich glaube, wir haben in letzter Zeit Finanzprobleme. Wir haben große Finanzprobleme, nicht gut. Wie schaut es mit unseren Flugplänen aktuell aus? Sie sind ein bisschen besser gespickt jetzt. Aber noch nicht so schön, wie sie sein sollten. Aber wir haben auch massiv Verspätungen. Ja, das ist verständlich, wenn hier nichts fährt. Hat das Spiel kaputt gemacht oder wie muss ich das sehen? Das Problem ist, ich könnte mir jetzt auch aktuell ja nicht mal was leisten, weil einfach das Geld fehlt. Ich hoffe jetzt mal, dass durch das wieder umsetzen einfach das ganze Verhältnis wieder passt. Das sind gerade zwei Flieger auf einen Schlag raus, okay. So, jetzt fährt der. Okay, jetzt schaut das ja hier schon wieder ganz gut aus. Ich hoffe mal, dass er die Finanz wieder hinkriegt. Ich tue noch währenddessen ein paar neue Verträge schnell aufsetzen. Mit einem paar Fluglinien. Olympus Organization hat viele große. Das ist schön. Die nehmen wir. Schau mal, 60.000 plus 70.000 plus. Oh. Wie schaut es mit dem Laden aus? Geschlossen, da hat es. Oh, den hat es rausgenommen, okay. Travelers Pack. Unterzeichnen. Wir machen eine kleine Änderung an dem. An den Läden und schauen mal, was das für ein Impact jetzt hätte. Wenn wir sagen. Oh ne, oh, stopp, 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 stopp. Gut. Puh, das war knapp. Ich würde gerne trotzdem die hier entfernen. Einfach, dass die anfangen durchzulaufen. Kann man das abbrechen? Bitte abbrechen. Mei, war der jetzt vorhin geschlossen oder geschlossen? Na, okay, das ist gleich. Ich glaube, das ist jetzt einfach wieder neuer Laden. Oh, habe ich Mülleimer eigentlich? Ja, habe ich. Vielleicht sollte ich die mal platzieren, ne? Vor allem mal zwischen den verschiedenen Läden hier. Hier tue ich auch mal ein paar platzieren. So. Hier werden auch ein paar platziert. Dann sollte das ja kein Problem mehr sein. So. Habt ihr jetzt da ernsthaft ein Loch in den Terminal reingeschraubt?
Sie haben es echt getan, ich glaub's nicht. Die reißen einfach meine Terminals auf. Alter. Der Stau. Repariert das bitte schnell. Wo sind die Baumeister dafür? Also, ich habe Personal wie bekloppt eingestellt. Sicherheitsbeamte sind auch nicht zu wenig da, angeblich. Ich finde erstaunlich, dass ich beim Hausmeister 27er Mangel habe, angeblich. Interessant, die nehmen auch beim Rausgehen nur die Automaten, wie scheint, großteils. Aber jetzt nehmen sie auch die seitlich. Habt ihr wieder angefangen, hier was zu machen, oder? Was passiert jetzt hier? Ich habe einfach den Laden vernichtet. Oh. Und nach Infos brauche ich rein durch viel mehr Hausmeister. Einstellen. Ablehnen. Ich hätte gerne noch ein paar Fluggastbetreuer. Nehmen wir hier auch noch die guten. Und lehnen mal die schlechten ab. Sicherheitsbeauftragte. Und dann noch ein paar Ramp Agents. Dann sollten wir gut dastehen. So. Ihr kleinen feinen Idioten. Ihr reißt jetzt das Teil hier ab. Und baut mir hier wieder eine Wand hin. Ich würde gern wieder das Gebäude. Aber warte mal, den einen Mauerteil könnt ihr weglassen. Der kommt eh, sollte eh nicht mehr rein. Eieieiei. Gleich machen wir mal hier mit den Zonen auch noch weiter. Wo waren die Zonen? So eine Sicherheitszone. Da müsst ihr nicht außen rumlaufen, könnt in der Mitte durch. Das ist eine Sicherheitszone. Rein theoretisch könnt ihr jetzt hier mitten durch den Laden durchlaufen. Geschäft. Jetzt tun wir hier so. Wie viele Verkäufe wollt ihr haben? 250. Ich würde es nochmal gerne mit dem S2Go ausprobieren. Rein theoretisch erfüllen wir alle Anforderungen. Ich will wissen, ob das jetzt einen Unterschied macht. Dafür bräuchten wir halt auch denselben Laden. Ne? Bin gespannt. Weil jetzt ist ja der schnellste Weg rein theoretisch einfach durch die Türen durch. Und die Türen würde ich gerne seitlich nochmal wegnehmen. Vielleicht machen die auch einen Unterschied. Bin gespannt. Wenn das einen Unterschied macht, dann holy shit. Scheiße, sie laufen auf jeden Fall schon mehr durch. Das ist schon mal positiv. So. Da fahren die Geräte rum. Jetzt haben sie sich hier wieder verkeilt, wie es ausschaut. Ach du Heil. Ey, Wahnsinn. Irgendwie funktioniert es. Ich bin immer noch erstaunt. So. Schaut euch mal die Läden an, die hier sind. Was ist das für? Defektes Flugzeug. Okay. Wir schauen uns mal, ob die Sicherheitszone übernommen wird. Ja.
Jetzt bin ich gespannt, ob die hier dann kaufen anfangen, wenn... Na, jetzt schaut ein bisschen mehr nach Travel-Through aus. Mich würde es interessieren, wenn ich jetzt hier und hier eine Mauer einbaue. Dann müssen sie durch den Laden durch. Soll ich es einfach mal machen? Schauen, was für einen Unterschied es macht, wenn ich wirklich... Obwohl, jetzt sind es ja eh schon mehr. Also wenn wir, wie viel haben wir denn bis jetzt schon gekauft? 5 Leute, okay. Nicht viel, aber ich glaube besser wie als vorhin, als wir den Laden eröffnet haben. Weil da war ja wirklich ein minimaler Pass-Through. So, wenn ich jetzt aber wirklich die Mauern schließe. Nur aus Test-Purposes und so Zeugs. Mauern zumachen. Ich kann dann auch sagen, hey... Ich kann auch rein theoretisch sagen, einfach die Sicherheitszone weg. Einmal, dann kann ich die Baustellen abbrechen. Ich kann es nicht verneinen, okay. Mich interessiert es mal, wenn ich jetzt hier... Wie viel haben wir jetzt gekauft? 5 bis jetzt. Also nicht wirklich viele. Und es sind jetzt auch nicht wirklich viele, die einkaufen. Aber wenn du da durchläufst, wirst du doch wahrscheinlich dir die Produkte anschauen, die vor Ort sind. Soll ich hier auch noch zumachen? Dann müssen die auch noch da durchlaufen. Ich habe doch rein theoretisch schon eine Heatmap, ne? Da müsste ich doch sehen. Passagiertypen anzeigen. Passagiertypen? Oder heißt es jetzt, wo ist das erhöhte Aufkommen? Begehbare Bereiche. Okay, jetzt haben sie auf jeden Fall einen erhöhten Put-Through. Jetzt hat der Laden zugemacht. Und hat natürlich... sein Ziel ist jetzt noch nicht erreicht. Ich bin gespannt. Haben wir hier einfach mal die Zone gebrochen. Morgen in der Früh sollte dann sich das dann verändern. So, die tanken schön und alles. Aber Leute, ich würde sagen, wir werden morgen sehen, was mit dem Ding hier passiert. Wenn die ganzen Leute durchflirten. Vielleicht ist das einfach auch nicht der richtige Laden. Das könnte natürlich auch sein, dass du in dem Bereich die Läden gar nicht brauchst. Vielleicht verstehe ich das mit dem Ladengeschäft zum Beispiel noch nicht ganz. Wer weiß, der Quickstop ist auch geschlossen, aber der ist zufrieden soweit. Mit dem Laden weiß ich leider nicht wirklich, was ich anfangen soll. Bei dem, den ich eigentlich reinsetzen wollte, hat nicht funktioniert. Und die anderen haben alle so große Ansprüche. Cool wäre auch zu filtern, was man alles braucht. Ach ja, rein theoretisch könnte ich direkt 4 kühle Regale reinmachen und dann könnte ich die Bielbar hier noch reinsetzen. Vielleicht machen wir das. Setzen wir das in eine Bielbar um. Na gut, Leute, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn dieser Laden wieder öffnet. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.